Vom Pech verfolgt. Gestern landete die amerikanische Raumfähre Columbia. Allerdings nicht, wie ursprünglich geplant, in Cape Canaveral, Florida, sondern auf dem kalifornischen Luftwaffenstützpunkt Edwards. Columbia kam mit 2 Tagen Verspätung zurück. Schon ihr Start musste wegen technischer Defekte und schlechten Wetters 7-mal verschoben werden. Den 7 Astronauten, darunter ein Kongressabgeordneter, bereiteten das Aussetzen eines Satelliten und Fotoaufnahme des Herrlichen Kometen erhebliche Probleme.